Servus zusammen. Ich wollte eigentlich gleich mit der galaktischen Herausforderung von heute beginnen, aber vorher kurz ein Thema über die Galactic Conquests. Und zwar habe ich ein schönes Bild hier entdeckt. Ich habe es gerade hier schon auf dem Bildschirm. Und zwar sieht man hier schon, wie das zukünftig aussehen wird. Also diese neue Art des galaktischen Krieges. Zumindest ist die Aufmachung von diesem Galactic Conquest genauso wie der galaktische Krieg. Man sieht hier schon ein bisschen, wie das dann entsprechend aussieht und die einzelnen Stationen, die man entsprechend durchziehen kann. Diese Galactic Conquest wird ja einen ganzen Monat lang gehen. Das heißt, man wird also relativ viel Zeit haben, diese einzelnen Positionen sich durchzunehmen. Gewinnen letztendlich, klar, ob die natürlich abhängig sind voneinander, sprich, ob man erst diese eine Station vollenden muss, um zur nächsten zu kommen, bleibt abzuwarten. Ich denke, man wird vielleicht auch drumherum gehen können. Also wenn man hier oben guckt, zum Beispiel Win after evading 150 Attacken. Ja, also 150 Attacken auszuweichen, wenn man das irgendwie geschafft hat, nach, keine Ahnung, einer Woche kämpfen oder so, dann wird man wahrscheinlich wählen können, ob man nach links oder nach rechts geht. Also sprich, erst diesen linken Button zum Beispiel, complete a battle after scoring at least 130 kritische Treffer. Oder nach rechts eben, win after using no more than one special ability. Also, ja, es ist recht interessant. Ich finde es natürlich auch ein bisschen mies. Also man sieht hier links unten zum Beispiel, win a battle with a relic 7. Ki Adimundi in your squad. Hallo? Welcher außer den Kraken und Wahl-Gilden hat denn ein Relic 7, Ki Adimundi? Also ich nicht. Und ich bin eigentlich in einer relativ großen Gilde, aber wir haben kein Relic 7, Ki Adimundi. Also irre, wenn das jetzt zum Anfang gleich kommen würde, dann da würde ich gleich durchdrehen und denken, super. Aber generell finde ich es da toll, dass neuer Content kommt, dass wir ein bisschen was zu tun haben, mit dem wir uns so ja, jeden Abend auf dem Sofa so ein bisschen beschäftigen können mit unserem Handy oder unserem Tablet. Das ist ja genau darum spielen wir das Spiel ja, dass wir so also ein bisschen auch Ablenkung vom Alltag haben. Es soll ja auch hier und da eine wenig Herausforderung dabei sein, sonst wird es ja auch irgendwann auch langweilig. Okay, also das wollte ich einfach nur kurz zeigen. Fand ich recht interessant für all jene, die sich für diese neue Art des Contents auch interessieren sollten. Okay, gehen wir kurz rein. Und was habe ich da noch? Ah ja, meine Flottenarena-Platz, Rang 2. Mein Kristallhaushalt summiert sich langsam wieder hoch. Ich war ja nach Jedi Master Luke auf 60 unten oder auf 50, weiß gar nicht mehr ganz genau. Ich musste relativ viel Kyrotex kaufen. Na jedenfalls, ihr seht schon hier, nach 2-3 Wochen ist es relativ weit wieder vorangeschritten. Ich haushalte gerade ein wenig, weil ich noch ein bisschen die kommende News von Capital Games abwarten will, wann denn endlich die neuen galaktischen Legenden kommen. Ja, man munkelt ja, ein neuer General Kenobi wird kommen, aber ich bin mir da noch relativ unsicher. Ich glaube eher, dass irgendwas mit Schurken und Mandalorianer kommen wird. Aber warten wir es mal ab. Ich weiß gerade nicht. Es ist ja gerade auch bei den Serien gerade so eine Art Pause. Ja, erst im Dezember wird ja die neue Boba Fett-Serie anfangen. Wann der Mandalorian Staffel 3 kommt, weiß man ja auch noch nicht so ganz genau. Also ist gerade relativ schwierig. Nichts im Kino, nichts auf Disney Plus. Ist gerade ein bisschen schwierig. Man weiß gerade nicht, wen sie denn als neue galaktische Legende nehmen würden. Ich vermute so ein mini kleines Gerücht, dass es eventuell Imperium treffen könnte als Fraktion. Wir haben jetzt schon Erste Ordnung, Widerstand, Sith, Empire haben wir halt noch nichts. Der Imperator der Sith-Ewigen ist eben ein Sith-Angehöriger und nichts vom Imperium. Eventuell kommt da was, aber da kann ich mir natürlich niemand anderes als Darth Vader vorstellen. Jetzt haben wir natürlich nur einen Darth Vader und 5 Han Solos. Mal schauen, vielleicht kriegen wir einen zweiten Darth Vader. Wäre ganz cool, wobei mir der jetzige auch schon ganz gut gefällt. Okay, zurück zum Thema galaktische Herausforderungen. Heute auf Hoof gegen Imperium mit den Rebellen. Ist eigentlich eine sehr dankbare Aufgabe heute, wie ich finde. Sehr, sehr einfach zu bewältigen. Man braucht nur ein Team, um alle Erfolge abzuschließen. Man braucht vielleicht 1-2 Versuche. Es geht relativ einfach. Und ihr braucht nicht zwingend G13 für die Stufe 7. Also bei mir in der Gilde haben es Leute Stufe 7 geschafft mit G12-Rebellen.
Wirklich, wirklich einfach, kein Spaß. Ein weiterer Vorteil der heutigen galaktischen Herausforderung ist, die globale Modifikatoren von eisige Weite, also das Spiel zwischen Thermoregulierung und Frostbeule, ist irgendwie verbuggt. Ihr braucht heute bei der heutigen galaktischen Herausforderung nicht auf die beidseitigen Modifikatoren von eisige Weite achten. Ja. Wir kennen das ja, gerade dieses Spiel zwischen Frostbeule und Thermoregulierung, sprich also, dass ihr eben mit der Thermoregulierung die Frostbeule wieder regulieren könnt. Dieses Spiel bleibt ja immer dasselbe, gerade auch diese Modifikatoren für die Rebellen und die Modifikatoren für das Imperium, imperialer Erlass, sind im Grunde genommen immer dasselbe. Die werden sich nicht ändern, habe ich jetzt schon mittlerweile festgestellt, ich vermute ihr auch da draußen, die werden immer gleich bleiben. Ja, Rebellen haben eben die Möglichkeit, dass sie eben nicht nur Gegenangriffe leisten können durch CLS, nicht logischerweise, sondern eben, dass sie auch bei einem Angriff eine hundertprozentige Chance haben auf einen weiteren Angriff. Und dieser Bonusangriff wird eben dann reguliert oder verringert jedes Mal, wenn sie drankommen, um 25%. Ja, also sprich, sie greifen natürlich nicht unendlich an, logischerweise, sondern dieser Bonusangriff wird eben immer schwächer von der Wahrscheinlichkeit her. Das heißt also, zwei, dreimal greifen sie schon an, aber dann war es das ungefähr. Sie haben aber einen relativ hohen Gesundheitsentzug. Das ist ganz cool. Also, wenn sie da im roten Bereich sind, drankommen, sind sie relativ schnell wieder bei voller Gesundheit. Also Rebellen-Modifikatoren sind eigentlich recht cool, aber sie bleiben immer dieselben, also kennen wir irgendwann. Wie gesagt, eisige Weite bei Global ist heute irrelevant. Ansonsten müsste man natürlich darauf achten, dass wir irgendwann bei 10 Frostbeulen im Vorfeld natürlich die Thermoregulierung dranbringen, dass wir da nicht aus den Latschen kippen, sondern dass wir da eben weiterspielen können, indem wir die Thermoregulierung benutzen und dann eben nochmal ein, zwei Runden mehr haben, bevor die nächste Frostbeule uns ereilt. Modifikator für das Imperium besagt eigentlich im Grunde genommen nur, dass der Anführer, wenn er denn eine Spezialfähigkeit benutzt, dass dann alle Verbündeten mit ihm angreifen. Dann kommen wir zu den Erfolgen. Wie gesagt, wir können alle 4 Aufgaben mit einem Team erledigen. Und zwar mit CLS-Lead, ganz klar für Rebellen, immer CLS-Lead, bietet sich auch irgendwo an. Dann C3PO und Chewie, C3PO, R2 und Han Solo. Und zwar deswegen, weil 3PO und Chewie als Droide gilt. Und wir brauchen hier für den unteren Erfolg 3 Droiden-Charaktere. Dann der zweite Erfolg, schließe den Kampf ab mit einem vollen Team aus Rebellen, haben wir natürlich dann auch gleich beisammen. Der einzigste Erfolg, bei dem wir so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollen, wie er denn funktioniert, ist diese dritte Aufgabe hier, gewinne nach 8 Zügen in Folge. Und zwar ist es hier wichtig zu wissen, dass diese 8 Züge nicht bedeutet, dass ihr 8 Züge mit einem Charakter durch oder mit 2 Charakteren durch Konter erreicht. Ja? Also wenn jetzt Han Solo und CLS kontern, das sind ja nur 2 Charaktere, die kontern aber jeweils 4-mal, dann wären es zwar 8 Züge, aber nur von 2 Charakteren. Und das ist damit nicht gemeint. Ich will damit einfach sagen, dass die Gegenangriffe sowohl als auch die Bonusangriffe nicht als Züge zählen, ja, sondern dass die Charaktere, die unsere 5 Charaktere einfach an sich 8-mal drankommen müssen. Dann zeige ich noch ganz kurz die Mods. Luke Skywalker 0815, nicht mal 6er Mods drauf, 281 schnell, 6800 Damage, hier einfach Crit-Schaden, Angriff. Ansonsten sehe ich C3PO, auch nichts Besonderes, 276 schnell, viel Effektivität. R2D2, R295 schnell, viel Effektivität und viel Crit-Chance. Han Solo habe ich ein bisschen umgestellt, liegt an Vader. Dazu vielleicht später irgendwann ein bisschen mehr. Natürlich viel Crit-Schaden, viel Damage, ein bisschen eingebüßt, ja. Allerdings ein bisschen mehr Effektivität. 3PO und Chewie, auch Zähigkeit und Schaden, Tempo 270. Ansonsten viel auf Überleben halt auch ein Stück weit. Okay, dann zeige ich jetzt mal den Lauf, wie ich es denn geschafft habe. Wie ihr gesehen habt, ich habe G13 Leute. Wie gesagt, das geht auch mit G12 Leuten. Also meine Gilde haben es die Schwächeren in meiner Gilde haben das alles mit G12 Leuten geschafft und war auch kein Problem. So, das Einzige, was man vielleicht so ein bisschen beachten muss, nicht vergessen, 8 Züge müssen absolviert werden von unterschiedlichen Charakteren, also nicht 8 Züge von einem einzelnen Charakter oder von 2,
sondern 8 von unterschiedlichen Charakteren. Und wichtig, Kill Order, ihr müsst als erstes Pete stunnen und dann sucht ihr euch immer denjenigen aus, der am meisten Zugleiste hat. Ja, in dem Fall wird es wahrscheinlich Colonel Stark sein. Sobald Colonel Stark irgendwie von der Zugleiste reduziert wurde oder gestunt wird durch R2 oder durch CLS, die komplette Zugleiste entfernt wird, dann einfach auf den nächsten gehen. In dem Fall Fierce und so weiter und so fort. Das heißt, im Grunde genommen macht ihr euch ein kleines Spiel daraus, in dem die imperialen Einheiten einfach nie drankommen. Ja. Also ganz klar, Pete als erstes stunnen. Und dann Stark versuchen, von der Zugleiste zu reduzieren. Wir gewinnen Zugleiste natürlich und der Gegner verliert. So, mit R2-D2 haben wir jetzt Fierce gestunt. Wir setzen Blind, gucken uns wieder um, wer hat die nächste Zugleiste. In dem Fall war es der Snowtrooper. Dann gehen wir weiter. Pete hat Zugleiste gewonnen. Dann greifen wir wieder Pete an. So, der Rest gewinnt eigentlich keine Zugleiste. Wir gewinnen, aber die imperialen Einheiten gewinnen nicht. Und R2-D2 habe ich am Basic benutzt, weil ich immer gedacht habe, ich versuche halt immer zu stunnen. Mal den AOE benutzen von 3PO und Chewie, nehmen wir ihn raus, hervorragend. So, jetzt wieder den nächsten attackieren, der am meisten Zugleiste hat. Hier ist es ja noch gestunnt. So, wie ihr gesehen habt, die imperialen Einheiten kamen einfach nicht dran. Relativ spaßig, dass diese galaktische Herausforderung so schnell vonstatten geht. Aber ist ja auch immer gut für uns. Nichts mit Mandalorianer, nichts mit Beskar-Rüstung. Wir können alles auf einmal machen. Wir müssen nicht ummodden. Und es ist, finde ich, auch von der Aufgabe her ganz gut, dass das auch Leute schaffen auf der höchsten Stufe, die keine G13-Leute haben. Ja? Endlich mal eine Aufgabe, wo auch Leute mit G12, Rebellen, die Stufe 7 erledigen können. Das finde ich einfach extrem dankbar. Das finde ich auch mal schön für die etwas schwächeren Spieler unter uns, dass es nicht immer nur hier Spieler schaffen, die G13, R5, R7 Leute haben, sondern dass auch mal hier Leute die höchste Stufe schaffen können, die einfach G12 Leute haben. Okay, das war's für heute mit der galaktischen Herausforderung von meiner Seite. Eine sehr schöne galaktische Herausforderung, schnell zu erledigen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder mit dem nächsten Video und ciao!